So, ich bin unterwegs, um mir den Tag zu vertreiben, bis ich wieder Geld bekomme von meinem Betreuer, hoffentlich. Weil er den Dauerauftrag hoffentlich nicht storniert hat. Ich habe ihm auch gesagt, geschrieben vorhin, er möge bitte dann, weil ich jetzt keine Wohnung mehr brauche vorerst, was ich ja ohnehin gehofft habe, aus finanziellen Gründen, wo ich dachte, ich komme vielleicht irgendwo unter und dachte, klappt, und dann klappte das doch nicht und dann musste ich wieder Geld und wieder immer wieder neu anfangen und wurde kostenintensiver und meiner Mutter war ja irgendwann auch scheiße, ja, ach, du kriegst eine neue Waschmaschine, auch wenn die alte noch funktioniert und nicht mehr stinkt oder eben doch oder wie auch immer. Ich habe damals wahrscheinlich einfach nur bis die falschen Sicherungsknöpfe gedrückt und deshalb ging die Waschmaschine nicht. So viel dazu. Wo meine Pflanzlampe ist, würde ich auch gerne wissen, war dann nicht schlimm, die war eh zu laut. Naja, Pflanzenlampen lassen wir weg, sonst hängt die Polizei wieder mit drin und die will ich ja aus dem Spiel lassen. So, folgendes. Ich wurde gerade angehupt, wahrscheinlich Honk, wie in South Park, wenn Kanada sagt, wir wollen einfach mehr Geld. Was auch immer das heißt. Genau. Elau, lass uns doch mal ein bisschen philosophieren. Ich hatte ja geschrieben, mein Betreuer, ich plane so ein Spiel, was unendlich viel Geld bringt, damit wir irgendwann die Bundesrepublik kaufen können. Mark Zuckerberg und ich zusammen und Elon Musk vielleicht, weiß ich nicht. Werden wir sehen. Der hat vielleicht gedacht, was soll man damit machen hier? Wen interessiert ein Obdachlosen-Simulator? Naja, ich habe noch ein paar Jugendliche getroffen und die hörte sich schon so an, als planen die schon damit, dass sie eh irgendwann auf der Straße landen und dann machen wir unseren Wagen hier mit Boxen und Bar und Blub und hab ich ja alles schon so ein bisschen gehabt zwischendurch. Und nur mein neuer Ghetto Blaster, der Sony, ist schon wieder kaputt, den muss ich umtauschen. Der ging einfach nicht mehr und weder mit Strom, ich habe es mit meiner Oma probiert, zu der kann ich leider heute nicht, die kriegt heute Besuch, hat sie gesagt, ich weiß nicht, von wem, ist ja auch nicht so wichtig, ne? Ist ihr Ding, sie macht ihr Ding, ich mach mein Ding. Ich gucke mal kurz hier. Abgeschlossen. Kick mal hier, von wegen, also, ne, weil ich weiß ja nicht, welche Informationen wem vorenthalten werden und warum und wie lange schon und die Mail, glaube ich. Oh. The Great Awakening, klingt cool. Müssen wir gleich mal teilen. Zack. Ich habe ja meiner Schwester damals auch geschrieben, viel Spaß beim Erwachen. Und hatte auch damals irgendwann das Gefühl, als Solveig Kriegs, als ich mit der noch Kontakt habe, mit Lenchen, war mir damals auch nicht sicher, werde ich wach oder auch nicht. Aber ich bin relativ wach, ich habe ein bisschen Kopfschmerzen, ein bisschen schwere Symptome. Deshalb bin ich jetzt auf der Suche nach Wasser und musste eben Dosenfutter ohne Dosenöffner ablehnen und eine Flasche Wasser. Ich vertraue manchmal nicht mehr den Wasserwerken, weil da sollen ja Medikamente drin sein. Habe ich mal gehört, aber vielleicht stimmt das auch alles ja nicht. Ich weiß es nicht. In Amerika sind die Flüsse sauberer denn je, hat Donald Trump gesagt. Mag sein. Wäre doch schön. Und Obdachlosen-Simulator war ja dann die zweite Idee, wo ich auch dachte, naja, EA Sports macht vielleicht mit. Und halt ein bisschen besser als Ultimate Team von Anfang an und ein bisschen mit, naja, ich habe da die Idee mit Parallelwährung und Echtzeitmissionen und so. Da gab es ja auch mal so einen Film, wo dann viele vorher warnt haben, Achtung, das könnte ausarten, aber vielleicht haben das auch viele im Darknet probiert. Aber Schluss der bösen Theorien. Guck mal, das ist meine neueste Errungenschaft. Ich dekoriere ja meine Wagen gern. Ne? Und das Eichhörnchen war irgendwann weg. Und vieles aber eben noch nicht. Und irgendwann habe ich mal so zwei Bommeln, wo ich dachte, das sind so wie Liebeskugeln. Naja, vielleicht für die Zukunft, vielleicht kann ich irgendwann mal wieder Liebe machen. Zumindest versuchen und nicht nur mich selber lieben und in die Ecke wichsen, wenn zwei Blödmänner versuchen, vielleicht auch nur so zu tun, als würden sie mein Portemonnaie haben wollen. Oder einfach nur eine Information. Oder, ach, wir holen die Polizei, Anzeige ist raus. So, ne, hier Deko, hier wieder Brummi. Ich bin praktisch wie ein Brummifahrer. Ich brumme durch die Gegend und ab und zu komme ich mal vorbei. Und da kommt manchmal was dazwischen und dann wird eine Strafgebühr zum Glück nicht fällig. Oder eben nur eine böse Miene und meine Oma. Die war ja eh gegen Handys und die hat Verständnis dafür. Die wollte einfach nicht und mein Opa ging ihr auf den Sack. Du musst doch erreichbar und erreichen und hör auf. Die Generation hat gelernt, auf Instinkte zu hören. Muss ja so sein. Und Mutterinstinkte gab es sowieso schon immer, wahrscheinlich. Sonst hätten wir das nicht so weit gebracht als Menschheit. Wir kicken einfach mal, wer läuft hier lang? HVL, BSC, BCS, aha, DN. Fettes Auto, immer in die Kamera, Leute. Ich zeige euch nur meine wahre Seite.
Hier kickt mein Spiegel. So sieht es aus. Immer schön in die Kamera. Ihr wollt doch alle irgendwann ins Fernsehen. Unsere Generation lernt halt YouTube, Facebook, Social Media. Ich habe mich eine Weile auch vorher gesträubt. Ich wollte kein Smartphone, lange Zeit nicht. Und nach der Ausbildung wollte ich mein Handy nicht mehr. Ich hatte die Schnauze voll von ständig erreichbar sein. Und nur meiner Mutter zuliebe habe ich mir damals, also nicht nur, ich habe nur gesagt, ja, ist in Ordnung, aber ich habe mich dann, meine Mutter immer, oh Mensch, schaff dir wieder ein Handy an, dann ist mir wohler. Hat sie wahrscheinlich ihre Instinkte nicht ganz vertraut. Aber hoffentlich tut sie es jetzt. Amen.